Grüße euch, meine lieben Freunde, bei einer weiteren Runde von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Ach ja, wir tun das, was wir immer tun. Wir machen uns mal auf zum Tuning Shop. Oh, heute ist ein guter Tag, das fühle ich. Leistung. Motor haben wir bereits, den guten, also den nächsten. Getriebe, glaube ich, haben wir auch schon. Jo. Fahrwerk dürfte uns jetzt noch fehlen. Das kostet 3,6. Nitro haben wir, das neueste. Die Reifen können wir noch nicht. Die Bremsen braucht man nicht. Natürlich braucht man die Bremsen, aber ja, drehen wir mal das Fahrwerk hoch. So. Ja. Teile dürfte sich zurzeit noch nichts ausgehen. Leider. Aber vielleicht können wir uns eine schöne neue Motorhaube leisten. Wer möchte bitte eine unsymmetrische Motorhaube haben? Das müsst ihr mir erklären. Das wäre ja schon toll. Ah, eine günstige. So etwas. Warum nicht? Wir haben das Geld ja. Was mir ist es ganz wichtig, das Teil zu haben. Aus Gründen. Ach, mein Gott, ich verdrücke mich andauernd. Da haben wir jetzt noch das K.O.-Rennen. Da wir ja das letzte Mal so schön und gut geglänzt haben. Ah ja, fahr weg das Alter. Und ich die Sauberin. Vermaledeites Navigationssystem. Egal. Diesmal bin ich guter Dinge, dass ich alles schon schaffen werde. Ich finde das interessant, dass ich im zweiten Gang schon 100 km/h fahren kann. Bei Standardautos geht das nur bis 50, 60, bevor der Motor dann so laut knarrt, dass man fast einen Gehörsturz erleidet. Wow, schön das neue Fahrwerk ausprobieren. Heilige. Ich sollte mit Kurven im Vollgas etwas aufpassen, aber das passt schon. So, gleich die Konzentration ein bisschen schaufeln, gleich vernünftig machen. Ja, ich habe mich gerade umgesetzt. So, die Tastatur etwas richten. Ne? Gott, mein Schreibtisch ist jetzt so verdammt unordentlich. So, okay. Ja, gehen wir jetzt manchmal die Zwischensequenz, weil wir es können. Meine haben mein Nummernschild geklaut. Perfekter Start und gleich auf den Gehsteig und mit Nitro vorbei. Oh, ist das schön. So. Hardware ist er gleich mit Nitro vorbei. Ich versuche nur das Innen zu fahren. Aber mit meinem besseren Kurvenrad ist es jetzt scheiße. Jetzt muss ich etwas sachter lenken. Beim normalen Autofahren immer auf den Scheitpunkt der Kurve. Vielleicht hier mal. Das Gas. Und man sollte hier auf den Gehsteig fahren. Ich bin gut asphaltiert. Möglichst wenig Zeugs mitnehmen. Ich habe gesagt, möglichst wenig Zeugs mitnehmen. Ich glaube, der ist schon wieder gut. Ich hasse diesen Südring. Ich weiß, ich habe mal gesagt, ich liebe den Südring, aber. Ich sag Südring auch, weil, ja, erklärt. So. Eine Ringstadt, sozusagen. Weil das Stadtzentrum in Form eines Ringes aufgebaut ist. Da wäre die Abkürzung gewesen. Im neuen Fahrwerk sollte das auch möglich sein, dort reinzuscheren. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, fahre ich lieber außerhalb. Oh Gott! Dieses Taxi einfach aus dem Nichts gekommen ist. Verdammt. Ah. Gibt es einmal diese kleine Geschwindigkeitssturz? Begründet. Und dann klatscht man auf die Innenwand. So, gleich wieder das Nitro rein. Etwas Geschwindigkeit. So. Ja.
muss ich erzählen, ich habe mir jetzt ja gegeben, ein kleines Let's Play, also eine Folge bis jetzt vom neuen Need for Speed Most Wanted. Das war's gerade, die Honeyborn spielt. Ich finde es ehrlich gesagt etwas. Ja, diese neuen Need for Speed sind alle nicht mehr die, wie die sind in Most Wanted 1, also dieser Most Wanted Generation, Underground 2 und so. Diese Generation an Teil ist eine ganze Palette besser an Rennspielen. Es ist bei dem neuen Need for Speed nicht so. Also, es kommt jetzt zumindest jetzt mal nicht so frisch vor. Ich werde es mir natürlich trotzdem kaufen, das neue Need for Speed, da ich einfach mal wieder schauen will, ob meine Befürchtungen einerseits bestätigt waren und andererseits, weil ich einfach nur das geile neue Design beobachten kann. Und außerdem, ich komme jetzt auf diese Idee, weil da gibt es ein anderes Nitro. Ich habe hier den Nachbrenner. Nitro. Der ist eine Beschleunigung. So. Aber bei Honeyball habe ich gesehen, dass es da auch Dings gibt, einen Geschwindigkeitsschub. Genau so einen Geschwindigkeitsschub wünsche ich mir schon seit Need for Speed Underground 2. Also übrigens das erste vernünftige Need for Speed, was ich jetzt gespielt habe. Das damals, das war ja alles ohne offene Welt und so Schrott und Scheiße. Und da gesperrte Rennstrecken und nutzlos. Auf jeden Fall wäre das natürlich eine sehr gute Überlegung, das neue Need for Speed als Let's Play zu machen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich es mir kaufen darf. Also ich meine, ich werde es mir kaufen, aber ich meine, ob ich ein Let's Play davon mache. Und das sollte mich jetzt aber nicht stören, denn ich habe mein Rennen gewonnen. Haha, ich sag mal. Oh, schöne Scheibe. Achtung, alle Einheiten. Mögliches Code 6 Fahr. Ja, leck mich. Sofort zum Unterschlupf. Da ich mir jetzt gerne schauen möchte, wie es aussieht. Ich brauche noch 3 Meilensteine. 2 Blitze habe ich abgeschlossen. Erzielen eine von 1000 Geld. Für Sache Sachscheinhilfe 15 Geld. Und das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Und vor allem, das ist angenehm, dass ich so in die Polizeiverfolgung reinkomme. Toll. Im ersten Gang und schon überhöhte Geschwindigkeit. Egal. Das finde ich auch cool. Das fällt mir jetzt erst richtig auf. Das Fahrzeug ist ein schwarzer Volkswagen. Der erkennt meine Lackfarbe und meine Marke. Das ist echt Liebe im Detail. Also ich warte jetzt noch etwas, bis Dings zum Starten kommt. Jetzt habe ich ja nur Dings der Festnahme widersetzen als Gewicht. Das Kopfgeld, ich habe auch Verfolgungsschaden. Wie auch immer ich das zusammenbekommen habe. Alter! So, bisschen Damage machen. Ich wollte den Polizeiwagen jetzt zuvor rammen, aber das. So, einmal schnell die Fahrerflucht reinhauen. Als Delikt. Das haben wir dann noch gefahren abseits der Piste. Ich glaube, das ist auch noch als Delikt. Ich fahre auf dem Wanderweg, das klingt so cool. Das sind keine verfluchten Wanderwege. Bei uns gibt es Wanderwege über Stock und Stein, steil den Berg hinauf. Das sind Wanderwege. Nicht einfach nur irgendwelche Straßen, wo man fahren kann mit dem Auto. Und Alter. Das hat's gemacht. So. Was sind denn die jetzt hin? Hallo? So. Tadellos. Tadellos. Aber ich bin auf den einen offen. Verfolgungsschaden von 1500, also für 15.000 ist natürlich auch noch viel. Ich fahre mal ein paar Schilder um. Ein paar Autos wegdashen. Verfolgungsschaden. Standardpolizei, das ist natürlich auch gut. Also stopp.
Preis wieder so ein grottenhässliches, uraltes Auto aus Merkel mit dem Rennen gewesen. Okay. Was hat der jetzt vor? Jetzt fährt er vor mich. Toll. Diese Polizei fährt aber auch viel zu schnell. Und den nächsten bitte. Er will uns ausschalten. Total. Das kann ich dafür. Hierher etwas durch die Gegend kommen. Jetzt werdet ihr betrunken. Oh, 80 Kilo. Die Zeit sieht sehr gut aus. Versuche die Verfolgung aufzunehmen. Und schieß. Jetzt sind wir weg. Nur noch weg. Einer der Einsatzwagen ist ausgefallen. Toll. Code 6 wahrscheinlich entkommen. Stand by. Hat Verdächtigen verloren. Schickt Einheiten, die das Gebiet durchkennen. Mal schauen, ob wir hier irgendwann Versteck haben. An alle Unterstützungseinheiten. Das Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in Fahrtrichtung Westen. Auf der Abfahrtstadion. Absperrung erfolgt um das Zielgebiet. Verfolgungsdauer schön, schön, über schön. Alles schön. Nettes Rennen. Pass auf. Razor hat den Bezirk verlassen und fährt in Rockport. Um ihn zu kriegen, musst du die Gegend abklappern und in der Blacklist aufsteigen. Es gibt drei Bezirke. Wir sind hier in Rosewood. Kenton Beach ist an der Küste und Rockport liegt direkt dahinter. Du kannst erst Rennen der nächsten Stufe fahren, wenn dein Ruf gut genug ist. Und dafür musst du gewinnen. Es gibt keinen zweiten Platz. Erfüll deine Aufgaben, bis du einen Blacklist-Fahrer herausfordern kannst. Sobald ich was Neues erfahre, lasse ich es dich wissen. Bis dann. Thank you. Jetzt haben wir hier natürlich Dings, die Herausforderung. Jetzt möchte ich mich aber noch gerne umsehen. Sollte natürlich schon alles passen. Aber ich fordere die Blacklist lieber so raus. So, wir kämpfen gegen Tess. Der möchte zwei Sprints gegen uns fahren. 2,5 und 2 Minuten. Das sollte doch hinhauen. Na los, Tess. Zeig, was du kannst. Ich hoffe, das geht sich noch aus heute. Ah, passt schon. Next game, Saturday 3 p.m. Wieso stehe ich auf der Autobahn? Das bringt Sinn. Was ist das? Kann man sich nur ein goldenes Auto zulegen? Der Typ gehört so schon geschlagen. Nur weil er ein goldenes Auto hat, gehört er schon geschlagen. Wisst ihr, was ich mir manchmal gedacht habe? Das Ding bringt mir eigentlich fast gar nichts. Egal, ob ich jetzt hier die Geschwindigkeitsboost reinklappe, der Gegner ist immer gleich schnell. Warum genau, weiß ich nicht. Da muss ich nach links rein. Das geht noch. Das geht nicht mehr. Natürlich auch im ersten Gang nicht zu schnell fahren. Ah, die Sau wurde angestiftet. Ich weiß es genau. Das ging recht gut, die Kurve. Alter. Minus 7. Da ist eine ganze Autowagenlänge hinter mir. Eine ganze Wagenlänge hinter mir. Scheiße. 31% lasse ich. Sofern ich mich nicht irgendwo verklappere. Ah, aufpassen, unbedingt aufpassen mit dem Gegenverkehr. Und wieder schön auf die Autobahn. Herrlich. Und umso besser man auf die Autobahn kommt, umso besser ist es, weil die Geschwindigkeit auf der Autobahn braucht man einfach. Denn zwar hast du einen Bonus auf der Autobahn, weil du beschleunigen kannst, aber das kann der Gegner auch. Du kannst nur damit glänzen, indem du deinen Motor wirklich hoch trimmst auf das Unendlichste. Und das wirst du dann wahrscheinlich zum Schluss gegen den alten Racer sowieso brauchen. Weil der dein BMW fährt. Sau. Also, der fährt unseren BMW. Der BMW ist stark und schnell. So. Jetzt hier weiter in die Kurve, die wir doch mit unserer perfekten neuen Farbe ideal nehmen. Also, ich meine, das fällt dann am Anfang ganz brutal auf.
wenn man sich dann erinnert, wie man hier zum Beispiel voll in die Wand gekracht ist, dann ist das natürlich welchen Unterschied. Und diese Upgrades darf man echt nicht unterschätzen. So, wir sind einen halben Kilometer voraus, das ist super. Schön, dass ich jetzt mit dem System gewonnen. Haus hoch. Weiter. Der nächste Sprint. So, mal schauen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss beide gewinnen. Seltsam, zwei Rennen gewinnen. Das ist seltsam. Das ist doch best of three. Das heißt, man zwei gewinnen muss. So, tadellos. Wieder auf diesen Verflucht bringen. Aber ich komme wieder runter. Und dann kommt diese verdammte Doppel-Dreifach-Kurve. Wo ich doch recht langsam werden muss. Aufpassen, wie der Typ ist. Nein. Aber der hat gar keine so schnelle Maschine. Der hat nur den Standardmotor drin. Das sind wir im Grunde verstehe. So, da kann man wieder Beschleunigung vorbeiziehen. Ganz ehrlich. Mein Gott, ist das leicht. Der Rundkurs und selbst das K.O.-Rennen heute war ja schon anstrengend. Dieses Rennen. Ich bin nicht wieder in die Spur reingekommen. Auch das Innenverkehr wegen Bügelkuppe. Also diese Kuppeln. Ich hasse Kuppeln. Auf meinem Weg nach Hause ist auch immer so eine Kuppel. Ich habe immer Angst, dass irgendjemand denkt, er müsste eine Radfahrer über. Das ist eine zweispurige Straße. Also eine Gegenspur und eine normale Spur für die Fahrer. Und wieder schön auf die Autobahn. Herrlich. Da ist eine Machina. Haben wir ganz elegant überholt. Da ist ein Donutladen. Da würde ich mich gerne mal zu Ruhe setzen, da kommt meine Pension hin. Zu neben dem Donutladen. Obwohl bei mir ist es eher so, dass ich mich neben einen McDonalds zu Hause setze. Ganz elegant die Abkürzung genutzt. Auch fast perfekt genutzt. Ja, 77% schon, das ist fabelhaft. Nur die Kurve versuchen zu schneiden. Haben wir auch recht gut gelöst, das Problem. Vorsichtig fahren. Ach, tadellos. Das heute ist ein so ein wunderschöner Tag zum Rennfahren. Ah, Tess stirbt. Juhuhui. Oh, schön. Tess ist tot. Oder absolviert. Aufgefressen und absolviert. So. Jetzt kommt wieder die glückliche Hand. Ich brauche irgendwo den Fahrzeugschein des Gegners. Yes! Einfach als Trophäe. Wir haben den nächsten Gegner. Oh mein Gott. Das ist Vic. Vicky! Toyota Supra. Ach, nettes Auto. Ich hoffe, der hat es besser lackiert. Voll eine coole Socke. Oh, das ist doch schon ganz was anderes. Ah, herrlich. Dieses Auto ist wahrlich ohne Sinn. Wo erkennt man da bitte endlich? Oh. Warst echt gut. Bist dabei. Ich zeig dir mal was. Wir haben hier einen Zugang zur Polizeidatenbank. Die Cops haben ein Strafregister für dich angelegt. Je höher dein Fahndungsstatus ist, desto größer ist der Hype und dein Kopfgeld. Also behalt dein Strafregister im Auge. Oh, hallo. Was haben wir denn hier? Hm? Auf jeden Fall nichts für dich. Du bist so süß. Du bist und so schwul. Und du hast nur Glück. Auf der Blacklist bist du, wenn du mehr als Glück hast. Nimm dich da draußen also in Acht, klar? Weil man weiß ja nie, was passiert, oder? Machst du in diesem Wagen etwa auch rum? Mia, keine Ahnung, was du für eine Rolle spielst. Aber ich werd's rausfinden. Deine Tricks sind leicht zu durchschauen. Und wenn er am Ende ist, gibt's auch keinen Wagen mehr umsonst. Du stehst auf ihn, das weiß ich. Behalt dein Strafregister im Auge. Ich hau ab. Ich ruf dich später an. Den Arsch von ihr müssen sie natürlich rausschneiden. Schweine. Egal. Das kann gut gehen. Ganz gut.
beeindruckt. Tess hat dich unterschätzt und den Preis dafür bezahlt. Mach nie denselben Fehler. Wir sprechen uns später. Seltsamerweise kenne ich den nicht einmal. So. Zeit super. Haben wir hier Mauthäuschen rennen, wieder schöner? Ah, perfekt. Zwei Mauthäuschen rennen. Seht ihr hier die gelben? Das sind Radarfallenrennen. Die sind neu, nämlich. Die werde ich dann in der nächsten Folge vielleicht erklären. Oder ich fahre die Mauthäuschen rennen als erstens. Nein, nein, ich muss sicher Dings. Die Radarfallenrennen als erstens, damit ich sie euch zeigen kann. Ist eh gleich neben der Unterstrupfeine. Okay. Wie dem auch sei, damit war es das auch wieder für heute von Need for Speed Most Wanted. Eine sehr erfolgreiche Folge. Drei Rennen gefahren, drei Rennen gewonnen. Pestrennen ist vorbei, sage ich euch. Haha. Schön. Wir haben zwei neue, also ein neues Auto in der Garage stehen. Schön. Mit dem Geld. Wir uns wieder was kaufen können. Gut, damit würde ich sagen, schaltet einfach nächste Woche wieder ein bei Let's Play Need for Speed Most Wanted. Habt noch einen schönen Tag und wenn ihr keine Motorschaden habt, dann fahrt doch schön weiter. Durch das Leben. Oh, voll tiefsinnig. Ich weiß, ich mit den Abmoderationen versuche ich irgendwas Individuelles zu finden, aber egal. Tschüss, habt noch einen schönen Tag.